Moin Leute, willkommen zu dem Video. Heute spielen wir mal nach wirklich ewiger Zeit mal wieder ein Death Run. Das habe ich jetzt schon, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht mehr gemacht. Kommt mir zumindest so vor. Und deswegen fangen wir erstmal mit einem an, der angeblich zumindest relativ leicht sein soll, weil ich einfach überhaupt nicht eingespielt bin. Kann natürlich trotzdem sein, dass ich hier irgendwo mal runterfall oder sonst irgendwas falsch mache. Aber erstmal schauen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Boah, das wird ja richtig gut. Vielleicht mache ich wieder öfter Defron-Videos. Das bockt gerade schon ziemlich, muss ich sagen. So. Okay, das meiste ist noch standardmäßig Creative 1.0. Aber dann sehe ich schon, dass sich da was bewegt. Das ist schon Creative 2.0. Map eigentlich auch gar nicht so bad. Bisschen ungewohnt, aber gar nicht so bad. Ja, aber mal rüber. Easy. Okay, hier war eigentlich keine Falle. Ich habe da irgendwie eine Falle erwartet. Aber es ist ja besser, wenn da keine da ist. Internetprobleme scheinbar. Es sollte jetzt in Kreativ nicht so stark jucken. So, nice. Nice Umgebung wieder. Zone 2. Nice. Das ist entspannt, muss ich ja sagen. Ein sehr nicer Defron. Oh, ich hab mich gesaved. Dachte gerade schon, hier gehen wir einfach oben drüber. Kann man machen. Es ist kein Cheat, wenn es möglich ist. Oh, die fallen. Die mögen mich überhaupt nicht. Aber ich hab's trotzdem. Nice. Oh, ist gesaved. Und wieder eine Falle. Ihr müsst da immer auf die Beine achten. Beim Auslösen. Das ist so ein kleiner Pro-Tipp. Weil die lösen sehr schnell aus. Okay, weiß ich nicht genau. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht, aber ist ja egal. Oh, Alter, was ein legendärer Save. Nein! Ich bin doch geklettert! Mann. Ich sag nichts.
Hier kann man einfach so vorbeilaufen. Easy. Ich fass es nicht. Surfer TV will nicht mehr. Boah, nice. Keine Fehler. Das hier ist so ein Classic. So ein Classic-Ding bei einem Death Run. Das gibt es inzwischen fast immer. Ist auch cool, muss man sagen. Hier wieder die Gießenmünze. Nice. Ich weiß noch früher, wo das mal schwierig war, einfach so ein 1x1 Loch zu überqueren. Weil damals gab es ja noch kein Sprinten und kein höheres Springen dadurch. Kein weiteres Springen. Da war sowas ziemlich schwierig. Und kein Klettern gab's da natürlich auch nicht. Und jetzt kann man einfach sowas machen wie das hier. Das ist dann schon viel entspannter. Was war das denn? Egal, nehmen wir mit. Komm ich hin, komm ich hin? Ja, perfekt. No problem. Nice Hintergrund. Das war etwas close. Aber kein Ding für den King. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich Fortnite ohne die abspielen soll. Das machen ja inzwischen relativ viele Leute. Eine Grind Rail, das ist mal was ganz Neues. Actually. Nice. Boah, das ist wie Subway Surfers. Wo man einfach so die anderen Rails da springen kann. Beziehungsweise einfach mit dem Jetpack diese Linie wechseln und die Münzen einzusammeln. Wir gehen da einmal ganz schnell durch. Kannst du den Hintergrund durchführen? Ja. Komm, einmal versuche ich's. Finished! No problem! Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder einen Death Run zu spielen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mehr Death Runs wieder spielen soll, weil ich jetzt irgendwie gerade echt Bock. Und Like und Abo reinhauen. Und ciao!